Okay, das ist ein Video, was ja scheinbar sehr Buongiorno erstmal. kontrovers ist. Gehen wir mal rein. Sieht auf jeden Fall nach Frankfurt aus. Bist du fremdgegangen? Meine Prediction. Ja. Let's go. Ja, what the fuck? What the fuck? Hol doch einfach Polizei, oder? Ja, das ist gut. Kupseiku, Mula, Mula. Frag mich, ich wurschtbart, ich weiß nicht, Bruder. Hey, ist dein Vater Blumenpflücker? Weil der so eine schöne Blume gegründet hat. Yo, was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen ins neue Video. Seht Frankfurt. Oh, Mann. Natürlich Frankfurt. Freunde, ich sag euch wirklich, eigenes Planetarium. Frankfurt ist wirklich drüber und drunter. Oh, überall sind no. Einfach nur Menschen, die interviewt werden wollen. Freunde, mittlerweile ist so eine kleine Zeit. Man fragt sich, warum geht die Liebe auseinander? Warum trennen die sich die Leute? Warum dies, das? Wir fragen die Leute einfach mal, ob die schon mal fremdgegangen sind, wie die fühlen, auf was sie stehen. Das direkt Gänsehaut bekommen, wo die geredet haben. Oder? Das ist richtig schlimm in Frankfurt. Der hat sich aber auch die richtige Stadt ausgesucht für diese Umfrage, ich weiß euch. Wer bist du? Madi. Madi? Ja. Was ist denn das für ein Style, Junge? Mein Style, Mann. Digga, stehen die Frauen aus Frankfurt auf sowas? Ist mir ziemlich scheißegal. Mach mal so ein bisschen Rock'n'Roll, ey. Burn it. Ja! Bist du schon mal fremdgegangen, mein Freund? Nee. Nicht? Nee. Wie stehst du zu sowas? Boah, finde ich scheiße. Wenn man nicht mehr zufrieden ist mit seiner Beziehung, dann soll man Schluss machen, sich was zum Bumsen suchen. Ganz einfach. Wenn du unzufrieden bist, dann mach Schluss oder ändere was in der Beziehung. Arbeite dran. Bruder, hey! Hey, Brate! Wie geht's? Gut? Gut, Bruder. Gut. Where from? Albanien. Hey, wo? Kosovo? Kosovo. Kosovo, Albaner? Bist du schon mal fremdgegangen? Ja, normal. Hä? Ja, Mann. Echt? Echt. Wie oft? Viele Mal. Brille? Viele Mal. Okay, wollen wir mal ein bisschen herausfinden, ob du wirklich flirten kannst? Ey, Mädchen. Alles gut? Ja. Was machst du? Nix. Wie alt bist du? 15. Hast du Freund? Was? Hast du Freund? Nein. Hast du nicht? Nein. Er hat gerade gesagt, er ist schon mal fremdgegangen. Was hältst du davon? Nicht gut. Warum bist du schon mal fremdgegangen? Der hat ja so keinen Bock, Alter. Weil meine Freundin hat mich ja geärgert, Bruder. Da geht mal fremd. Berechtigt, oder? Nein. Weißt du was? Was? Ich liebe dich. Oh, und du? Okay, wir sind ready. Oh, Mann, Alter. Oh. Cringe, Alter. Let's go, Digga. Mein Bruder will dir etwas sagen. Penner, ich sehe nur Hunger. Was? Du hast schöne Augen. Ah, danke schön. Voll süß. Und es hat auch noch Spruch. Ja. Warum nimmt er so einen Keck? Keine Ahnung. Er hat auf jeden Fall gesagt, er ist schon mal fremdgegangen. Der obere oder der untere? Nee, der untere. Ja, nicht gut, was soll ich dazu sagen? Ich kenne ihn nicht. Aber das heißt ja eigentlich, dass er auch viele Frauen haben kann, ne? Und? Aber du hast so schöne Augen, oh mein Gott. Ich liebe dich. Lass mal das einfach mal gut sein. Jungs, warum riecht sie so nach Illegal? Nimmt den kleinen Safe mit, dass er besser bei den Mädels ankommt. Oh je, yeah, my brain hurts. Oh, ja, das ist so. Illegalen Substanzen. Bruder, normal hier. Ich hab gerade einen Joint geraucht. Okay. Normal hier, kannst du halt. Oder bist du schon mal fremdgegangen? Ich? Ja. Ja, Bruder, einmal. Wie ist das abgelaufen? Schlecht. Also ich hab's ihr gesagt, so, ja, ich bin fremdgegangen. Immerhin, Digga. Wie ist es bei dir? Ich bin auch so zweimal fremdgegangen ungefähr. Ich war ein bisschen angetrunken, also nicht besoffen jetzt. Ja, meine Freundin war halt weg in Rumänien, weißt du? Und die andere hier hat mich angetrunken. Frankfurt, beste Stadt. Bruder, wir haben so ein bisschen geredet so, und dann am zweiten Tag haben wir uns getroffen. Ach, nur getroffen? Ja, nur getroffen und... Was und? Bumsa. So, ich war im Club und ich hatte halt damals eine Freundin. Dann habe ich halt so ein Mädchen kennengelernt, die hat mit mir so geredet. Also die hat mich angesprochen, ich habe getrunken. Ja, und dann kam es eins zum anderen. Ja, die hat mich gefragt, ob ich gucke. Ja. Und wie ist es beim anderen Mal gewesen? Was ist los mit den Leuten? Ey, das ist so krass. Ich habe also, für die, die es vielleicht interessiert oder so, ich habe sowas noch nie gemacht. Betrügen, ich könnte damit auch nicht leben. Und lieber die Eier in der Hose haben und zu sagen so, hey, es funktioniert nicht mit uns und dann was Neues. Lüge. Und dann was Neues anzufangen. Solche Schwätzer. Ey, man weiß ja nie. Vielleicht sagen auch manche so, ja, ich habe betrogen, dies, das, um auf cool zu machen oder so, aber das ist nicht cool. Das Schlimmste, was man einer Person antun kann, finde ich. Mitunter. Beim anderen Mal war so, das war ihre Cousine. Ist wenigstens in der Familie geblieben, ne? Ist man ja nicht muss so den Kreis klein halten, weißt du? Meine Cousine. Meinung geht gar nicht, ne? Wie geht's? Gut, und dir? Ein bisschen auf Jungsjagd? Ja. Und deswegen haben wir hier die Boys. Du kennst doch Candy Crush, gell?
Ich bin dein Candy, du bist mein Crush. War der gut? War okay. So von 1 bis 10? 7. Wie findest du den allgemein? Sieht normal aus. Aber was findest du sonst nice bei so Jungs? Die Augen. Bist du schon mal fremdgegangen? Nein. Fremdgehen ist ja eine Entscheidung. Absolut. Was hältst du davon? Was denn? Von Fremdgehen? Ist scheiße. Hast du es schon mal gemacht? Nein, ich hatte noch nie eine Freundin. Ist das für dich ein Problem, dass er noch nie eine Freundin hatte? Ey, voll süß. Wollt ihr mal Nummern austauschen oder wie? Ich weiß, du findest mich hübsch so. Willst du meine Nummer haben? Ja, so, perfekt. Nicht mehr reden. Mein Handy ist leer. Also gibst du ihm die? Ja. Hast du gesehen, Junge? Einfach mal den Mannchen, einfach mal da sein. Yeah. Einfach mal zeigen, dass du einen dicken Pimp in der Hose hast. Yeah. Hast du bestanden? Und dann klappt das auch mit den Weibern. Bruder, weißt du, wie das funktioniert? Yeah. Du tippst einfach rein. Candy Crush. Guck mal, wie süß ich dich eingespeichert habe. Guck mal, wie süß ich dich eingespeichert habe. Candy Crush. Oh Mann, Alter. Oh, süß. Du bist ja so süß wie ein Candy. Na? Hi. Was machst du? Das ist so unangenehm zu gucken. Übel, übel. Aber ich dachte, komm, kann man machen. Wir chillen ein bisschen. Bist du ein Boys? Nein, ich hab einen Freund. Bist du der Freund von irgendjemandem? Nein. Was haltet ihr von dem? Findet ihr den hübsch? Nein, gar nicht mein Typ. Das ist mein bester Freund. Das ist eine gute Freundin von mir und ja, gleichzeitig die beste Freundin. Ja. Wie sieht's aus, Bruder? Du fühlst dich aber ganz gut, oder? Ja, Bruder, so geht klar. Findest du ihn gut? Hübsch? Geht fit. Wie findest du seinen Style? Von 1 bis 10? Ja, sein Style einfach so. Geht fit. 10. Was scheitert an der Beziehung so? Ich kann ihn nicht lieben. Er ist wie ein Bruder für mich. Und bei er dir? Ist traurig. Also bei mir ist halt auch so. Sie ist halt auch wie eine Schwester für mich, ne? Das wollte ich mal kurz erwähnen hier. Und ja. Der würde 100%. Beziehung nicht geht bei der, dass sie halt immer aggressiv ist und sehr eifersüchtig. Seid ihr schon mal fremdgegangen? Ich meins in einer Beziehung sehr ernst und da würde ich auch die Beziehung nicht so aufs Spiel setzen, indem ich meinen Freund fremdgehen würde. Bruder, warum der fremdgehen? Man braucht eine Versicherung. Da hast du 10 Weiber, Bruder. Wenn die eine geht, hast du die andere. Wenn die andere geht, hast du die andere. Bei dir keine Versicherung. Hast du denn schon mal fremdgegangen oder was? Also nicht fremdgehen, also ich nenne das mal nicht so. Aber wenn halt die eine geht, hast du die andere. Hä, ich denke, es ist dein Bruder. Ja, er ist ein Bruder für mich. Also mein Bruder hat, aber er ist mir fremdgegangen. Ja, er ist mir fremdgegangen. Was? Aha, Boris. Du warst mit den beiden zusammen? Ja. Ja, Bruder. Hast du es den richtig? Zum Glück nicht. Wollte ich einen Millimeter Scheiße in mir haben. Wollte ich nicht haben. Wollte ich nicht. Sie weiß ja, wie der geschmeckt hat so und wie groß der war. Ich glaube, das wissen wir beide die Antwort dafür. Sag mal, welche von den drei findest du denn, oder vier, nehmen wir den mit, findest du am hübschsten? Die ist eine 10 von 10, die eine 8 von 10 und die eine 7 von 10. Er ist mir fremdgegangen mit einer Stella. Wie heißt es, wenn man mit einer Person was gewisseren Körperkontakt hatte? Fremdgehen ist nicht nur Körperkontakt, es ist auch die Sache, wenn du hinter deiner Freundin mit Leuten rausgehst. Nein, wenn ich mit einem Mädchen draußen bin und ich hab eine Chaya und ich nichts mit der mache, warum soll es dann Fremdgehen sein? Wenn du hinter meinen Rücken mit der rausgehst und mir das nicht sagst, ist es auch Fremdgehen. Ja, das ist wirklich Fremdgehen. Also ich sehe das als Fremdgehen. Wisst ihr, so Jungs nennt man Fuckboy, aber mich nennt man Playboy. Das ist halt die pure Wahrheit so. Willst du es mal zeigen, oder? Oh, wir müssen gucken, ob es... Oh, wie die sich prompten. Was bullet different? Oh mein Gott. Oh je. Einer dünner als der andere. Ein dümmer. Huch. Ich lese dünner. Oh shit. LS. Ah, ich wusste, dass es kommt. Ich kann das gerade nicht ernst nehmen, Bruder. Schafft oder nicht? Ich weiß es nicht ganz genau. Ach, Schnauze, Adriano. Bullet, alles klar. Was hab ich gelesen? Ah, Bild. Oh mein Gott, Digga. Was ein LRS, Alter. Holy shit. Über 7 Millionen Menschen in Deutschland können nicht richtig lesen und schreiben. Huch. Bruder, komm mal schnell her. Du brauchst keine Introduction, ne? Du kannst es einfach so. Okay. Und film mal nochmal seinen Körper kurz von oben nach unten. Ah, komm. Ein Mann, wie er im Buche steht. Guck mal, ich hab dich gesehen, du bist halt voll süß so. Könnt man dein Insta haben, so ein bisschen was zu Anfang, so freundschaftlich und so. Und ja, du bist halt süß. Freundschaftlich, okay, alles klar. Das glaubst auch nur du, oder? Wie findest du den denn so? Vom Auftreten? Er ist nicht der beste Anmarsch, Bro. Hey, ist dein Vater Blumenpflücker? Ja. Ich glaube, der hat da eine sehr schöne Blume, wie soll ich dir das mal sagen, gemacht, ne? Also, eins kann ich sagen, das tat auf jeden Fall weg. weg. Hä? Bruder, ist ihr Vater Blumenpflücker? Und sie fragt, warum? Weil der so eine schöne Blume gegründet hat. Gegründet? Ja. Komm, Bruder, einen hast du noch, oder? Einen hast du noch. Ist deine Mutter Diamantensammlerin? Warum? Weil ich in deine Augen geschaut habe, sie funkeln wie Diamanten. Den habe ich halt auch schon mal im Kindergarten gebracht, ne? Kann man sich so kennenlernen? Es muss ja nicht Freundschaft sein. Ich bis du mich liebst. Der ist... Komm!
Habt ihr euch nicht kurz mal so vorgestellt, wie er so richtig loslegt, der Bre? Nee. Dass der zusammenbricht oder so. Das hast du ja jetzt gesagt, nicht wir. Nein, ich mach nur Spaß. Bruder, ich feier auf jeden Fall, dass du Selbstbewusstsein hast, weil das haben schon mal die wenigsten. Kritische Situation auf jeden Fall, Bro. Nee, sorry. Wir haben hier auf jeden Fall wieder schöne Damen, ne? Und heute wird noch... Also der schlachtet den komplett aus, ne? Gedingst, oder? Ja. Also gedanced. Gedanced. Lässt du heute die Sau raus, oder? Heute geht's darum, wir haben hier einen Bre. Ein Bre, hübsch, wie Gott ihn geschaffen hat. Ja, Mann. Wie findet er erstmal optisch? Ja, Mann, sagt er. Macht schon was her, oder? Ja. Okay, du performst jetzt ein bisschen, zeigst, was du kannst, rein in die Masse. Nur sechs, Frau! Ich bin auf Frankfurter Main, die Schille aus U3, wo man sein muss. Schieße sogar auf den Bullen mit der Uniform, weil er ist ein Hurensohn. Krass, weil du ziehst Hasch. Ich komme von der Straße, wurde wieder angeklagt. Wieder bin ich auf der Jagd, wieder jag ich nur mal Schnapp. Wieder komme ich von der Straße. Oh, weiß ich nicht. Ein bisschen Gänsehaut bekommen. Mach noch mal einmal. Wenn es sein muss, schießt sogar auf den Bullen mit der Uniform, weil er ist ein Hurensohn. Ey, Ua, du denkst, du bist krass, weil du tickst wie der Hasch, komm mal wieder von der Straße, wurde wieder angeklagt, wieder bin ich nach der Jagd, wieder hergestellt, mal schnapp, wieder komm ich von der Straße. Wurdest du schon mal betrogen? Nein. Belogen? Oft genug. Hast du schon mal schlechte Erfahrungen gesammelt in der Beziehung? Ja, schon. Meine letzte. Ich wurde geschlagen und mir wurden Sachen verbietet. Ich wurde angemotzt, als ich mit meiner Tante bei Netto war. Warum hat er das gemacht? Oder? Ich weiß nicht. Weil es hat genau am ersten Tag angefangen. Ey, die Arme, Digga. Ey, Real Talk. Ein Mann, der eine Frau schlägt, ist eine Fresse, Digga. Ex vom Kuchen. Der war gut. Okay, der war sehr gut. Naja, aber sowas ist echt ehrenlos. Das ist kein Mann, Digga. Seine Frau schlägt. Real Talk. Digga, what the fuck? What the fuck, Digga? Einfach geklaut. Du hast jetzt Geld. Laufen! Und einfach angegangen. Gib mir doch einfach das Geld. Ja, ist doch kein Problem. Ist alles ganz normal. Ja, ich bin doch reingekommen. Wo denn? Hol doch einfach Polizei, oder? Alle von deinem Feuer auf. Da liegt er. Ewa, ich bin Isisch aus Frankfurt. Scheiße, Isisch. Punkt. Frankfurt, Digga, mit zwei T am Ende. Auf nebenbei, Digga, guck mal hier. Wie lang? Die brauchen eine halbe Stunde, Digga. Die brauchen eine halbe Stunde, um zu kommen. Warte, ich erkläre das kurz, Digga. Wenn halt irgendjemand die abgestochen mit irgendwas, wenn man halt erst nach 15 Minuten da ist, Bruder, dann passiert halt auch nichts mehr, ne? Boah, ganz schwierig, Digga. Was geht ab? Alter, ich wurde einfach gekauft. Na, ja, komm her. Dieser Junge ist prominent. Ich liebe dich, Montanemek. Warte, du bist der Beste. Du hast sehr schöne Augen. Dankeschön. Die Augen sind das Tor zur Seele. Weißt du, ich habe dich gesehen und du bist eine ruhige Seele. Eine wirklich sehr ruhige Seele. Und das passt zu meinen Eigenschaften, dich als Stern zu erkunden. Ich lade dich zu meiner Galaxie ein. Alter, war der gerade Freestyle oder was? Was war Freestyle, ja? Fuck, Digga. Jeder Mensch ist ein Gewässer. Oh mein Gott, Alter. Oh, imagine, das funktioniert. Ich merke mir diesen Spruch. Und eine Galaxie, ein Stern. Jeder Mensch gehört zu einer Galaxie. Ich habe noch nie so einen guten Anmachspruch gehört. Ich war no joke. Und? Bist du dabei? Ja. Nimmst du die Einladung an? Aber ich habe leider jemanden im Auge. Kannst du auch mich im Auge behalten. Wen hast du denn im Auge? Miese. Egal. Also ich würde... Jeder kann sein Weg. Nein, ich habe keinen Quatsch, es ist nur so Kennenlernphase gerade. Lern dich doch mal mit ihm kennen. Aber der andere. Was mit dem anderen? Ist der ein bisschen hübscher? Ja, ist auch Kroate. Kann man nichts machen. Aber trotzdem war der Spruch süß. Hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Ich auch. Ich wünsche dir einen sehr schönen Lebensweg. Ja, ich habe eine Weisheit, die habe ich wirklich selber erfunden, und zwar das Leben. Oh Gott sei Dank. Das Leben, oh nein. Ein einfaches Konzept, aber es ist dennoch komplex. Da bin ich. Merkt euch die Worte. Weisheit von Bilal Temel. Was ist los mit dem? Ich will diese Drogen auch haben. Was geht hier so, Reno? Digga, der Typ am Schluss wirkt wirklich sympathisch und intelligent. Der Typ am Schluss war so liebenswert. War ein so liebenswerter Mensch. Ach, Digga. Ich hoffe, dass er irgendwann die Richtige findet. Das Leben ist einfach ein Konzept, aber das ist dennoch komplex. Bilal. Nach solchen Videos fühle ich mich so schlau. Einfach so unglücklich, was aus der Jugend geworden ist. Oh Mann, was haben wir uns hier heute wieder angeguckt, Mann?